Über die Uhr am Handgelenk etwas googeln, mit Alexa etwas bestellen und der Staubsauger arbeitet sowieso auf Zuruf. Praktisch sowas, ja, aber nicht nur für Sie, denn diese Geräte lernen Sie kennen. Und je mehr Sie sie benutzen, umso genauer wissen Google, Apple oder Amazon über Sie Bescheid. Und was fangen die damit an? Gute Frage. Marie-Therese Mülling berichtet. Sie stehen überall in der Wohnung herum, schauen auf uns, fahren um uns herum, hören auf uns. Und während Sie Einkaufslisten erstellen, Lieblingslieder abspielen und den Boden saugen, sammeln Sie, und zwar Daten. Wenn Hardware vorhanden ist, die etwas tun kann, wenn ein Mikrofon vorhanden ist, das aufnehmen kann, wenn eine Kamera verbaut ist, die aufnehmen kann, dann sollte ich davon ausgehen, dass diese auch genutzt wird, wenn das Gerät aktiviert ist. Ein hoher Preis für Bequemlichkeit und die perfekt abgestimmte Produktempfehlung. Immerhin ist die Wohnung gesaugt. Und eigentlich wollen wir doch gar nicht so genau wissen, was da gesammelt wird. Wir wissen ziemlich sicher nicht, was für Daten gesammelt werden, weil es eben extra undurchsichtig gehalten wird, weil die Datenschutzerklärungen sehr lang geschrieben sind, sehr technisch oder sehr juristisch geschrieben und nicht allgemein verständlich gehalten. Es wird auch nur angedeutet, was für Daten gespeichert werden, aber nicht genau welche Datenkategorien. Und wer hat noch nicht einer Datenschutzerklärung zugestimmt, ohne sie genau durchzulesen? Aus diesen gesammelten Daten der kleinen Helferlein wird dann ein persönliches Profil erstellt. All der Aufwand wird nur dazu betrieben, um herauszufinden, was wir brauchen und wofür wir am ehesten Geld ausgeben könnten. Und um das herauszufinden, ist ein Sprachassistent sehr hilfreich und ein Staubsaugerroboter, der einen Grundriss meiner Wohnung abgespeichert hat, umso mehr. Und wenn man so Firmen hat wie Amazon, die über andere Geräte auch noch Daten sammeln, also zum Beispiel über Alexa und dann die Internet-Online-Shops und so weiter, kann man sich schon vorstellen, dass wenn der Roboter, seine Fantasie jetzt mal, ja, sich den Grundriss da erarbeitet und feststellt, in der Ecke ist nichts, da steht nichts, da gehört vielleicht eine Lampe hin, dass man dann das nächste Mal, wenn man bei Amazon auf Shopping geht, vielleicht dann eine Lampe angeboten kriegt, die dort gut hinpassen wird. Das kann man sich schon vorstellen, dass Firmen solche Verknüpfungen von Daten machen. Und nicht nur Amazon. Auch große US-Firmen wie Google, Facebook, Apple freuen sich über jede noch so unwichtig erscheinende Information. Das zeigt ein Video auf Twitter. Ein Niederländer hat ein Tool entwickelt, das jedes Mal ein Geräusch macht, wenn der Computer Daten an Google sendet. Alles ist interessant und eigentlich müssen Sie uns nicht einmal groß ausspionieren. Wir erzählen Ihnen ohnehin alles, tragen die Menstruation in einen Kalender ein oder gar eine Schwangerschaft, tracken selbst unsere Schlafgewohnheiten, Schritte, Puls. Das hilft den US-amerikanischen Konzernen, noch besser zu verkaufen bzw. uns das Leben vermeintlich einfacher zu machen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, bleibt da quer über den Atlantik irgendwo auf der Strecke. Das Problem bei den US-Firmen ist, dass dort erstens mal die DSGVO nur theoretisch greift, wir dort nicht überprüfen können. Einerseits wird das eingehalten, werden Daten wirklich gelöscht. Und das zweite große Problem ist, dass diese Firmen den amerikanischen Gesetzen unterliegen und damit den Sicherheitsbehörden wie den Geheimdiensten Zugriff darauf geben müssen. Und das ist mit unseren Datenschutzgesetzen nicht mehr vereinbar. Der bekannteste Fall war 2014 die Puppe Kyla. Sie wurde von der deutschen Bundesnetzagentur als Spionagegerät eingestuft. BesitzerInnen der sprechenden und vor allem zuhörenden Puppe wurden angewiesen, sie zu zerstören. Sonst hätte eine Geldstrafe gedroht. Doch sie ist nicht das einzige Spielzeug, das sich um die jüngere Zielgruppe kümmert. Auch eine von Mattels Barbies hört zu, natürlich nur, um die Kommunikation zu verbessern. Selbst wenn man die Daten jetzt nicht weiterverkauft und wenn man die Daten jetzt nicht verwendet, um auszuwerten, was typische 6-Jährige oder 7-Jährige ihren Puppen erzählen und sie dann dazu benutzt, um andere Spielzeug zu verkaufen und die Werbung abzuändern, sodass sie wirklich noch besser auf diese Altersgruppe abgestimmt ist. Selbst wenn man das alles nicht macht, ist es trotzdem etwas fragwürdig zu sagen, wir nehmen die Daten auf, um das Dialogsystem zu verbessern. Fragwürdig bei Kindern, aber auch bei Jugendlichen und Erwachsenen. Wer möchte schon einen hellhörigen Spion am Nachttisch liegen haben?
dessen sollte man sich bewusst sein. Man sollte sich möglichst gut damit auseinandersetzen. Brauche ich das wirklich? Wo will ich das in der Wohnung haben? Kann ich das eventuell begrenzen? Weil hier auch immer wieder Funktionen dazukommen, über die ich nicht unbedingt transparent informiert werde. Es werden Aufzeichnungen gemacht, es werden Aufzeichnungen ausgewertet und diese Technik bleibt nicht stehen. Thank you.